Die Six Days, also die internationale Enduro-Mannschaftsweltmeisterschaft im September, rückt näher. Die heiße Vorbereitungsphase ist längst erreicht und die konkreten Maßnahmen werden festgelegt. Dazu gab es am 30. Mai auf dem Sachsenring ein Treffen der Verantwortlichen für die Sonderprüfungen. Unter dem Streckenplaner probieren sich die Verantwortlichen für die Sonderprüfungen, die mit dem Streckenplaner natürlich eng kommunizieren. Und unter den Verantwortlichen für die Sonderprüfung sind dann abgeordnet auch wieder die Abschnittsleiter, die parallel entweder bei der Sonderprüfung mit auflaufen oder dann direkt an den Streckenplaner nachgeschaltet sind. Michael Sachse vom ADAC ist einer der Köpfe der Organisatoren. Ja, zuerst möchte ich den Eindruck entgegentreten, dass ich der Cheforganisator alleine bin, sondern wir haben wirklich ein sehr großes Organisationsteam mit mindestens 15 Mann, die seit 2 Jahren monatlich zusammensitzen und über die Streckenverantwortlichen, Sonderprüfungsverantwortlichen und die anderen Planer die Veranstaltung insgesamt vorbereiten. Und der Stand ist, wir glauben, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, also Anfang Juni, einen sehr guten Arbeitsstand haben. Wir haben insofern die Vorbereitungen getroffen, die wichtigen Verträge und Genehmigungen in den nächsten Wochen zu erhalten, was die Genehmigung vom Landratsamt betrifft, der Vertrag mit dem Sachsenforst, mit den landwirtschaftlichen Eigentümern. Es sind alle sehr weit fortgeschritten, sodass wir doch recht zufrieden sind mit den Dingen, die derzeit am Laufen sind. Ihr sagt, pass auf, ich habe eben vor Ort. Für uns ist ja eigentlich auch, ich sage es mal, wichtig, die Akzeptanz vor Ort zu haben. Und wenn dort derjenige, der immer dort hilft oder ich sag mal, dort was verleihen kann oder eine Dienstleistung ausführt, dann Rechnung an uns. Großbaustellen sind mit Sicherheit die Verkehrsführung, sprich die Bekanntmachung der Parkplätze an den einzelnen Sonderprüfungen und natürlich die Information zu den interessierten Zuschauern und Fans, was zu der Veranstaltung alles geboten wird, die Information zu den einzelnen Teilen, die hier am Sachsenring zum Eröffnungswochenende raus müssen an die Fans und Zuschauer. Das werden wir in den nächsten Wochen über die Print- und anderen Medien forcieren. Wir können ja nie wilde Wertungen machen, also der weiteste Teilnehmer mit der weitesten Anreise geht. Nee, aber ich sag mal, dass man jetzt sagt, ich nehme jetzt mal an, IAV, sponsert die Pokale für die Trophy-Wertung der Damen oder überhaupt für die Junior-Trophy. Und dafür zahlt die Firma die Pokale und wird dafür benannt. Das ist unsere Idee. Und tun sich sehr schwer, jetzt nicht so, dass sie es nicht machen wollen, aber dadurch, dass es in der Woche über ist, ist Mitglied der Stirner freiwillig. Gerade die Feuerwehren sind ja immer viel unterwegs, jetzt der Urlaub und so weiter. Und wenn wir in die Richtung dann gehen, dass es irgendwo von der Gemeinde über die Gemeinde kommt, dass es im Prinzip wie ein Einsatz ist, dann hängt natürlich die Vergütung dran, dann muss man ja wieder mit der Gemeinde das machen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, gibt es da schon irgendwie, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, ne? Da hat man jetzt eigentlich nochmal der Vorsitzende schon mal gesagt, also wenn, dann müssen wir zum Bürgermeister gehen und dann muss das Ding abnehmen. Bei der Runde mit der Polizei gab es die Hinweise dann, wo auch Posten stehen sollen, weil wir ja im öffentlichen Verkehrsraum ja nicht eingreifen dürfen, aber bestimmte Sachen absichern müssen. Und da haben wir zum Beispiel beim 5. Fahrtag 67 Feuerwehrposten. Und jetzt hat Obranski gesagt, als Leiter des Reviers von Glarau, er wird sich mit den Feuerwehrämtern oder mit Chefs und mit den Gemeinden in Verbindung setzen, um das zu klären. Das mittlere Erzgebirge wird an 2 Tagen Schauplatz für das wohl einmalige Motorsportspektakel sein. Die Abschnitte in Venusberg, Börnichen und Waldkirchen werden als Prüfungsteile gewertet. Also ich betreue den Rechtsstreckenabschnitt als erste Birnichen, der ca. 3, 4 bis 5 Kilometer lang wird. So, da bin ich verantwortlich für die ganzen Sachen und habe aber jetzt noch nicht hundertprozentig die Strecke, weil der Forst jetzt erst mit die Technik kommt und macht uns erstmal verschiedene Strecken noch frei. Und dann kann ich sehen, wie die Strecke dann verläuft. Der Chefsportarzt des Events, Jan Kolomatznik, wohnt in Schopau und hat noch jede Menge vorzubereiten. Man muss sich vorstellen, das ist keine Veranstaltung, die auf einem begrenzten Territorium, wie hier zum Beispiel auf dem Sachsenring stattfindet, wo man, sagen wir mal, von einem Punkt die gesamte Strecke überschauen kann, sondern wir gehen auf eine riesige Fläche mit dieser 6-tägigen Veranstaltung. Wir haben unter anderem im Vortag, da ist allein die Runde 160 Kilometer.
Und auf dieser Runde verteilt sind besondere Events im Sinne von Sonderprüfungen oder interessanten Punkten, die auch unter Umständen gefährlich für die Fahrer und auch für die Zuschauer sein könnten. Und die von uns als, sagen wir mal, medizinischer Absicherung natürlich bedient werden müssen. Wir haben einen riesigen Bedarf an Mensch und Material und das im Laufe einer Woche und nicht wie sonst immer zu den üblichen Veranstaltungen nur am Wochenende. Seit 2 Jahren bin ich Mannschaftsarzt der Enduro-Nationalmannschaft und war mit dieser in Portugal und auch in Finnland und habe entsprechende Lizenzen über den DMSB und jetzt über die FIM erworben, sodass ich doch auf eine ganz schön lange Erfahrung zurückblicken kann und dass ich mich auch vor allen Dingen im Regelwerk von Enduro-Veranstaltungen relativ sicher zurechtfinde, was für solche Absicherungen sehr wichtig ist. Nach 1967 finden erstmals wieder Six Days im Osten statt. So schnell dann sicherlich auch nicht wieder. Ende September ist es soweit und der Sachsenring zusammen mit dem Erzgebirge kann wieder einmal als muttersportliche Hochburg punkten.